Pass mal auf, Max. Max? Max, guck's mich mal an. Ich möchte nicht, dass jeden Abend schlechte Stimmung ist, wenn wir ins Bett gehen. Deshalb habe ich hier zwei Regeln aufgeschrieben. Guckst du mal? Also, erstens um 7:30 Schlafanzug anziehen. Zweitens, 7:45 ist Zähneputzen an der Reihe. Siehst du? Da. Um 7:50 mache ich das Licht aus, wie immer. Wenn du es aber schaffst, die beiden Regeln einzuhalten, bleibt dir vorher noch genug Zeit zum Lesen. Ich bin mir ganz sicher, dass du das schaffst. Wir können auch was zusammen lesen. So, Max. Jetzt ist es soweit. Jetzt musst du dich bettfertig machen. Guck hier. Erstens, 7:30 Schlafanzug anziehen. Ach Mann, ich will aber noch nicht ins Bett. Na komm schon, wenn du dich jetzt beeilst, haben wir nachher noch mehr Zeit zum Vorlesen. Na los, zieh deinen Schlafanzug an. Hey, das geht ja schnell heute, super. Gleich die nächste Aufgabe, Zähne putzen. Und? Habe ich es geschafft? Ja, du hast geschafft, die Regeln einzuhalten und deshalb haben wir jetzt noch genug Zeit zum Vorlesen. Als plötzlich ein dünner Mann in einem langen, schwarzen Mantel auf ihn zutrat. So, jetzt bist du dran. Er führte zwei außergewöhnlich große Hamster an der Leine, die, weil sie Albinos waren, schlohweißes Fell und rote Augen hatten.